Am 18. August wurde im Ortsteil Eisbach-Rhein in der Gemeinde Gradweinstraße-Engel der neu errichtete Beachvolleyballplatz eröffnet. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen? Das hat WebTV-Reporter Markus Hirzer den Ausschussobmann für Jugend und Sport Gernot Pabst gefragt. Ja, ich muss gleich mal von vornherein sagen, das ist nicht allein unser Baby. Da muss man einen ganz großen Dank der Landjugend Eisbach-Rhein aussprechen, genauso wie unserem Außendienst der Gemeinde. Wir haben das als Kooperationsprojekt gestaltet mit enormem Arbeitseinsatz einzelner Personen. Und für das bin ich natürlich als eine Person, die für Jugend zuständig ist, enorm dankbar. Dass es eine Gemeinschaft gibt, die diesen Platz selber verwaltet, selber darauf spielt und im Endeffekt für alle Personen unserer Gemeinde auch frei zugänglich ist. Es ist einfach eine ganz tolle Sache und da möchte ich mich bei allen wirklich ganz herzlich bedanken. Jetzt ist so ein Projekt natürlich sicher nicht ganz einfach, von Beginn, von der Idee bis zur Umsetzung. Was war da maßgeblich ausschlaggebend, dass das Ganze gelungen ist? Ja, also im Endeffekt, ich war vor ungefähr eineinhalb Jahren bei einer Landjugendsitzung und da haben wir darüber geredet, welche Projekte können wir gemeinsam verwirklichen. Und da sind wir eben auf diesen Beachvolleyballplatz gestoßen und ich habe halt versucht, auf politischer Ebene hier für Geld zu lukrieren. Und dass wir das aber dann in gemeinsamer Arbeit umsetzen, so haben wir das beschlossen. Und so haben wir nach und nach die einzelnen Bestandteile dieses Platzes errichtet. Es ist ja nicht nur allein der Beachvolleyballplatz selber, es ist auch die ganze Dachkonstruktion dieses Gebäudes hier und viele andere einzelne Dinge wie die Duschanlage, die einfach in Eigenregie hergerichtet wurde und es ist einfach ganz, ganz toll und faszinierend, was eine Gemeinschaft schaffen kann. Jetzt ist natürlich das Ganze nicht das einzige Projekt des Jugend- und Sportausschusses. Du als Obmann bist ja für andere Dinge auch verantwortlich. Was habt ihr in den letzten Monaten und nächsten Monaten gemacht bzw. noch vor? Ja, richtig, Markus, das ist nur ein kleines Teil unseres Gesamtprojektes. Wir haben uns ja vor dreieinhalb Jahren die Gedanken gemacht, wie können wir unsere Gemeinde sportlich neu gestalten, was braucht es an Einrichtungen, an Spielplätzen. Der Beachvolleyballplatz ist nur eines dieser Dinge. Es kommen viele, viele andere Spielplätze dazu. Zum Beispiel wird auch der Spielplatz in der Anna-Köck-Straße ist bereits fertiggestellt. Der wird jetzt erstmöglich eröffnet und bietet eher für die Kleineren eine Spielmöglichkeit. Der nächste Spielplatz, der eröffnet wird, ist im Ortsteil Gradwein, also an der Grenze zu Judendorf, die Siedlungsstraße, wo es Wiesenflächen gibt für Beachvolleyball, also für Volleyball im Allgemeinen, Fußball und andere Dinge. Dann wird in der Aue ein neuer Spielplatz errichtet, bis schlussendlich dann auch begonnen wird, im Park in Judendorf eine wunderbare Motorikanlage zu bauen. Das dann wirklich auch für Jugend, für alle Altersklassen eigentlich, aber auch für die Patienten zum Beispiel unserer Klinik eben dienen soll. Da sind wir auch mit ihnen in Kooperation. Darüber hinaus sanieren wir ständig Sportanlagen und versuchen halt, dass wirklich unsere Jugend von früh auf in Sport gedrängt wird, sozusagen, um ihre Freizeit dort zu verbringen, um Gemeinschaftsleben dort zu vollziehen. Und das ist halt unser Grundgedanke. Und dafür geben wir auch sehr, sehr viel Geld aus. Das sind hunderte, tausende Euro, die wir in den letzten Jahren investiert haben. Und da wird unsere Gemeinde auch nicht locker lassen. Auch der Ausschuss für Kultur und Tourismus unter Martina Auer hat im Ortsteil Eisbach einen Waldwichtelpark umgesetzt. Der naturnahe Kinderspielplatz direkt bei der Stiftstaverne steht großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern seit Sommerbeginn neu zur Verfügung. Der umgebaute Ehrenbürgerpark zum Kinderspielplatz in der Anna-Köck-Straße im Ortsteil Gradwein ist ebenfalls fertig und wird in wenigen Tagen neu eröffnet. Für Bürgermeister Harald Mulle ist Geld, das die Gemeinde in Sportstätten und Kinderspielplätze investiert, gut angelegt. Man sieht ja, es wird gut genutzt. Die Jugend hat da Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Man sieht ja, es ist auch die ältere Generation, die da spielt. Also es ist wirklich eine tolle Sache. Und wir schauen ja, dass wir die Ortsteile gleichmäßig beteilen. Also jetzt haben wir in Eisbach auch was, wo die Leute hingehen können, ohne dass sie Eintritt zahlen müssen, ohne dass sie viel Geld investieren müssen. Und das ist für uns wichtig. Gschneit haben wir jetzt auch hergerichtet. Straßengel und Gradwein gibt es das ja sowieso schon. Und darum sage ich, es ist... Das Geld ist sehr gut angelegt für mich.
Die Landjugend Eisbach-Rhein konnte für das Projekt Beachvolleyballplatz als Kooperationspartner gewonnen werden. Ja, eigentlich haben wir den ganzen Platz eigentlich so gerichtet, wie er da ist. Wir haben Sand abgetragen und aufgeschüttet. Wir haben da den Sitzplatz hergerichtet mit den ganzen Schirmen und den Sitzgelegenheiten. Ja, wir haben das Netz aufgehängt und das innerhalb jetzt von einem Jahr mit vielen Arbeitsstunden, Gott sei Dank vielen Helfern von der Landjugend und natürlich auch von der Gemeinde. Und ja, es ist ziemlich schön geworden eigentlich. Die aktuellen Öffnungszeiten und Hinweise zur Benutzungsordnung finden Sie auf der Gemeinde-Homepage unter www.gradwein-strasengel.gv.at.